Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow Hearts from the New World. In der letzten Folge haben wir eine Sidequest nachgeholt und ich habe euch schon mal das Schalterrätsel vorgestellt. Ah, ich freue mich schon drauf aufs Schalterrätsel. Gar nicht. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich schon das Schalterrätsel in Vilcabamba gehasst habe. Ich hasse allgemein Rätsel. Ich meine, ich habe nichts dagegen, aber manchmal sind Rätsel einfach nur nervig. Aber wisst ihr, was noch nerviger ist? Meiner Meinung nach Schleichpassagen. Ich habe die schon in Baphomets Fluch gehasst. Ich habe die bei Wind Waker gehasst. Ja, Legend of Zelda Wind Waker. Weil ich weiß nicht, wie oft ich gefällt habe in der verwunschenen Bastion. Ich hasse einfach Schleichsequenzen. Es ist nicht mein Stil, wie man offensichtlich hört. Ich bin laut, ich kann ungehobelt sein, ganz ehrlich. Ich kann mit meinem Trampel sein, gebe ich offen zu. Aber ich bin auch ein Mensch, der sagt, wie es ist und sich nicht schönredet alles. Genau wie ich es gedacht habe, die Säulen bewegen sich. Ja, das hast du klug herausgefunden. Gleich endet es sehr nach Kristallfarbe. Ja, genau. Ja, okay, ich hab's verstanden. Ja, ja. Ja, ich habe jetzt den Dialog mal übersprungen, weil die haben jetzt hauptsächlich erklärt, die Farbe, dass die Farbe des überen Kristalls quasi die Säulen aufsteigen lässt, während die Farben des unteren Kristalls die Säulen senken. Und da ist eine Schatzkiste. Mit einem Angel-Soufflé. Nehme ich gerne. Okay. Nach Adam Riese und Pi mal Daumen müsste quasi das dann die Säulen wieder erhöhen. Warum stehen jetzt auch mal meine Nathan und Shania da? Gerade jetzt sind die gelben Säulen hochgestiegen, während die roten Säulen runtergestiegen sind. Es scheint so, dass sie im Zusammenhang mit der Farbe des Kristalls stehen. Es ist ganz schön verwirrend. Ich glaube nicht wirklich, dass es uns so einfach an die Spitze kommen lässt. Mach dir keine Sorgen. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber Puzzle sind mein Fall. Nicht. Also überlass es mir. Weil ich einfach dazu gezwungen werde. Wieso alles? Ah, okay. Probieren wir mal die hier. Oh, und der Weg ist frei. Yeah, baby. Und wir können auch theoretisch wieder zurück. Das ist ganz toll. Das gefällt mir. Eine weitere Tür, die sich nicht öffnen lässt. Sieht so aus. Ah, ich glaube, ich weiß, wo der Hund begraben liegt. Ich weiß, wo der Hund begraben liegt, Leute. Holen wir mal den. Okay. Oh, lass mich fliehen. Und Ricardo, muss ich sagen, sieht ziemlich badass aus mit seiner toten Kopfgitarre. Muss ich ja mal anmerken. Okay. Dann nehmen wir mal das hier. Aber da weiß ich jetzt immer nicht, wie uns das weiterbringen wird. Ich glaube, ich habe wieder was verbaut. I fail at life. Ja, okay. Das wieder offen, aber was bringt mich das jetzt halt weiter? Gar nicht. Dazu eine ganze Menge. Naja, gut. Bin verwirrt. Muss ich vielleicht die anderen wieder deaktivieren? Probieren wir es mal einfach. Probieren wir mal die. Okay, da passiert nichts.
Ich glaube, da müssen wir alle drei hochbringen, damit sich da was tut. Aber das bringt uns auch nicht weiter. Step aside, you're in the way. Ja, du mich auch, Monster. Okay, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Also gut. Denken wir nochmal ganz genau nach. Wir haben... Ja, wenn wir das senken, senken sich aber die Grünen. Wenn wir nur die... Ja, aber das bringt uns A nicht wirklich weiter. Das ist ja nicht gut. Doofes Rätsel ist doof. La 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 la. Wobei. Warte mal, wenn ich jetzt auf die andere Seite gehe. Ich da vielleicht. Ich frage mich, wie sich das öffnet. Ja. Das frage ich mich auch. Ja, okay, jetzt haben wir gar nichts mehr. Aber ich bin mir... Oh, da. Sieht so aus wie die anderen. Sieht anders aus. Fail! Ah, oh, die Tür. Ich verstehe die Farbe des Kristalls. Diese Kristallfarbe wird benutzt, um Türen zu öffnen. Fail at life. Warum auch nicht? Oh! Lotterieticket will ich haben. Nehme ich gerne. Und ja, ich gehe immer weiter hoch. Und immer wieder stellen sich mir Monster in den Weg. Ja, Magic of Love in my ass höchstens. Das hörte sich jetzt falsch an. Aber nun gut. Gucken wir mal weiter. Wir gucken weiter. Weil wir es können. Und da ist nichts. Und da ist wieder Tür. Und... Okay. Das sieht alles sehr interessant aus. Aber... Ich glaube, ich will zuerst den Kristall aktivieren. Ja. Will ich auch. Dann glaube ich zu wissen wollen, dass ich diesen Kristall aktivieren will. Und ich liege mit meiner Vermutung richtig. Ich finde mich total toll. Okidoki, was haben wir hier? Ein kosmisches Armband. Ah, kosmisches Armband ist nicht schlecht, das hilft. Es hat einige Resistenzen. Echt. Ah, ich verstehe. Ja, berühren wir den mal. Oh, die Säule! Ah, wir können auch auf den Spitzen der Säulen reiten. Wie überaus geistreich. Ja, gucken wir uns das hier mal um. Wenn uns nicht gerade wieder Monster aufhalten. Aber wisst ihr was? Wir machen einmal Red Buff. Ein Combo. So. Und dann macht Ricardo sie mit seinem Raketenwerfer ins Klack. Combo, yeah. Und nun wieder Badass. Sombrero wegwerfen und Raketenwerfer. Yeah. Und Hilda macht als nächste Pumpkin Bomb. Genau. Come on, everyone. Combo, jawoll, ja. Combo Breaker. Oh, und das macht
Schaden anmacht. Und das nehmen wir als zum Grande Finale. Ach komm, wir nehmen hier Flame Mine. Perfekt, wunderbar. Yeah, stirb. Hoho. Wir haben ein Leonardos Berg bekommen und ein Terra-Extrakt. Wie fett ist das denn? Und Johnny bekommt ein Level-Up. Das haben wir doch auch gern. So. Aber hier scheint es nicht wirklich was zu geben. Was ist das? Nein, das will ich nicht. Okay. Wir können aber auch da auf die andere Seite. Genau, und da ist so ein Kristallding. Rühren wir mal das Kristalldingens und dann öffnet das die Tür. Yippie! Also wir haben schon mal die Tür geöffnet. Das ist schon mal Erfolg 1. Erfolg 2 wird diese Schatzkiste sein mit einer Fruity Fiber. Schon wieder. Da war in der Ecke, das ist los mit dem Traum. Nein. Ich will euch nicht schon wieder bekämpfen, auch wenn ihr wahrscheinlich XP gibt en masse, aber ich habe erst. Dankeschön. Okay. Berühren wir mal diesen Kristall. Dann haben wir schon mal gelbe Säulen. Dann nehmen wir diesen Kristall. Dann müssten wir eigentlich wieder raufkommen. Und das kommt. Wir kommen auch rauf. Und wir können die Tür rein. Jawoll! Also das ging ja mal wie geschmiert. Es läuft. Es läuft sogar sehr gut. Wir sind gut, wir sind klug. K-L-U-K. Und, oh, da ist was. Ein Hit-Area-Expander. Nehme ich doch gerne. Noch eine Tür. Und ein Speicherpunkt. Der kommt mir vielleicht sogar gerade richtig. Aber ich möchte mir nichtsdestotrotz mal das Rätsel mal schon mal vorab angucken. Okay, wir haben nur eine Möglichkeit. Wir haben einen roten Schalter. Den wir doch mal zugleich aktivieren. Ah, dieser Kristall bewegt die Säulen. Ja, berühr ihn doch nochmal. Okidoki, wir haben schon mal den Weg zur Tür, aber das hilft uns jetzt nicht wirklich. Bevor das Video endet, hau ich euch auch noch platt. Lenny. In ganz männlichen Stil. Ja. Bam. So will ich das haben. So, und du machst einmal. Ach komm, wir machen einmal ein Doppel. Du machst einmal Bright Rage. Den und danach gibst du ihm deine Pumpkin-Bombe. Kürbisbombe for the win. Halloween Time, Bitches. Yeah. Einmal Licht und einmal Pumpkin-Bombe. Das macht Schaden. Bams. Und schon wieder ein Opfer. Oh, Halix sieht. Okidoki. Machen wir den halt. Ah, so wie es aussieht, ist das schon das letzte Schalterrätsel. Also, dann habe ich mich ja wieder umsonst aufgeregt, weil das war dann doch relativ einfach. Und ich sollte das eigentlich nicht sagen, weil ich spätestens weiß, dass ich im nächsten Part bereuen werde, dass ich es gesagt habe. Aber wir machen einmal Red Bounce und wir machen einmal Rod Gun. Sollte auch dieser Gegner Geschichte sein. Chalk up another win for me. Ja, ist er auch. Wunderbar. Wunderbar.
Wir haben wieder Seelen, Erfahrungspunkte und Geld bekommen. Kann ich nicht genug davon haben. So, ich würde aber jetzt erstmal sagen, traditionsgemäß ein Zelt. Und einmal speichern, und zwar einmal hier unten, genau. Wir machen Safe Slot 1 wieder, weil Safe Slot 1 toll und so. Gespeichert. Okidoki. Dann würde ich sagen, ich mache erstmal Schluss für heute. In der nächsten Folge kümmern wir uns um das letzte Schalterrätsel. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Shadow Hearts from the New World. Ich bin Mahagon LP. Bis zur nächsten Folge. Macht's es gut!